Letzte Woche habe ich dir ja schon beim Duo-Dienstag Variationen der Plank gezeigt. Jetzt habe ich natürlich noch mehr Variationen, denn die Plank kann man ziemlich cool in ganz verschiedene Sachen variieren. Deswegen zeige ich dir jetzt nochmal drei Möglichkeiten, wie du deine Plank anders gestalten kannst. Wir gehen wieder zurück in die Plank-Position. Hände sind unter den Schultern, die Finger sind gespreizt. Und diesmal bleiben wir nicht statisch, sondern bewegen uns und machen Plank-Jumps. Das heißt, wir springen auseinander. Springen wieder zusammen, springen auseinander, springen wieder zusammen. Viel Spaß! Übung Nummer 2 der Planks sind Limb Raises. Die kannst du in zwei verschiedenen Varianten machen. Ich zeige dir mal die bisschen einfache Variante. Da bist du im Vierfüßlerstand. Rechter Arm und linkes Bein gehen raus, zurück, raus, zurück. Aber wir sind ja hier bei den Plank-Übungen. Das heißt, wir gehen in die Plank-Position und jetzt muss der Core richtig krass arbeiten. Und zwar linkes Bein geht raus, rechter Arm geht raus, zurück. Linker Arm geht aus, rechtes Bein geht raus. Wie du merkst, ich muss mich auch ein bisschen mehr konzentrieren, um nicht umzufallen. Kommen wir zur dritten Variante unserer Planks. Und zwar ist das ein Plank Walk, Inchworm, Handlauf. Es gibt verschiedene Namen dafür. Und zwar stellst du dich einfach am Rand deiner Matte hin, gehst runter und läufst mit den Händen nach vorne. Bleibst kurz in dieser Position, Core ist fest und läufst mit den Händen wieder nach hinten. Stellst dich kurz hin und dann geht's wieder nach vorne. Läufst nach vorne, bleibst kurz in der Plank-Position und läufst wieder nach hinten. Und jetzt viel Spaß beim Nachtauen.